Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Denkt nicht nur an euch, wenn ihr Gel kauft, denkt auch mal an eure Ladies. Wir haben heute für euch das Plegium Smart Pfefferspray. Smartphone, Smartwatch als nächste Evolutionsstufe, der Smart Pfefferspray. Smart bedeutet ja so viel wie clever. Was ist denn jetzt hier clever an so einem Pfefferspray? Plegium hat hier in dem Gerät hier, das ist der Combo, wobei das jetzt auch eine Demo-Version ist. Also nicht erschrecken. Ich werde jetzt hier nicht Pfefferspray durch die Gegend sprühen und euch durch die Kamera vernichten, sondern einfach mal kurz die Funktionen zeigen. Also, ein cleverer Pfefferspray. Wir haben erstmal hier eine Abdeckung für den Taster. Das heißt, ihr könnt nicht versehentlich den Knopf drücken. Dann habt ihr, ganz wichtig, wenn ihr das ausprobiert zu Hause, legt euch irgendwas zur Hand, damit ihr schnell den Alarm ausschalten könnt. Ihr habt nämlich hier auch eine Testfunktion an der Seite. Das heißt, da könnt ihr einfach hingehen und mit dem Schieberegler hier hoch und runter gehen und damit dann entsprechend den Alarm stoppen. Alarm, genau, ihr habt richtig gehört. Das Ding sprüht nämlich nicht nur, sondern... Also ihr habt es gehört, richtig laut, 130 Dezibel plus der Stroboskop. Und dann noch der Pfefferspray, also das sind wirklich drei Elemente, die das Gegenüber, das Tier, das ist ja ein Tierabwehrspray, irritieren. Das ist schon eine ganz feine Sache, aber was wäre jetzt noch besser, wenn es richtig smart wäre, wenn man da noch eine Funktion oben drauf packen würde. Und genau das hat Plegium getan, nämlich mit dem Smart Pfefferspray. Der eine heißt der Combo und das ist der Smart. Der Smart hat nämlich noch eine Funktion mehr. Ich drehe es auch mal zur Seite, das ist nämlich hier extra ein Demo-Gerät zum Zeigen, wie das aufgebaut ist. Also hier seht ihr auch schön den Querschnitt. Hier sitzt die Kartusche mit dem Tierabwehrspray. Hier unten sitzt der Batteriebereich. Und die Smart-Funktion ist, ihr könnt diesen Pfefferspray mit eurem Handy koppeln und damit dann entsprechend Notrufe absetzen. Ja? Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Also, nehmt ihr erst euer Handy, geht in den App Store, Android, Apple, egal, und ladet euch die Plegium-App runter. So sieht diese Plegium-App aus. In der App könnt ihr dann entsprechend das Gerät verbinden. Das ist ganz simpel, dazu muss nur Bluetooth aktiviert sein. Und wenn ihr euer Gerät habt und hier die Kappe hebt, habt ihr hier unterhalb der Kappe habt ihr eine Nummer stehen. Das ist die Nummer, mit dem die App gekoppelt wird. Sobald es erfolgreich gekoppelt ist, habt ihr das hier drüben auf der linken Seite im Menü stehen als Gerät. Und jetzt könnt ihr auf der rechten Seite Notfallkontakte angeben. Das heißt, ihr sucht euch Freunde, Bekannte, Familie, was auch immer aus, tragt die hier ein mit der Handynummer. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch einmal hier in die Einstellungen zu gehen und dort unter Profil euren Namen anzugeben. Ja? So, jetzt haben wir Folgendes im Test. Wir werden jetzt mal einen Alarm absetzen und mal gucken, was da passiert. Ich habe jetzt hier extra noch ein zweites Telefon mit am Start, damit wir mal schauen, was da passiert. Hier haben wir jetzt mal ein scharfes Gerät. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit dem scharfen Gerät testen. Als allererstes ist hier übrigens noch, das habe ich vergessen zu erwähnen, ist hier so ein Schlitz und da guckt so ein Stück Plastik raus. Das ist quasi der Trenner für die Batterie. Den zieht ihr vorher raus, damit die Batterie auch scharf wird. Dann ist die Batterie 4 Jahre unter Betrieb haltbar. So, jetzt für den Test einfach hier diesen Hebel einmal nach unten drücken. Das sollte schon gereicht haben. Genau, da kommt schon der Anruf, da gehe ich jetzt mal dran. Martin Sentelbeck ist in Gefahr und hat den Plegium Smart Pepper Spray abgefeuert. Wir haben Ihnen eine Textmeldung mit einer Karte gesendet, die Ihnen zeigt, wo es geschah. Martin Sentelbeck ist in Gefahr und hat den Plegium Smart Pepper Spray abgefeuert. Ja, wird dreimal wiederholt. Und dann habt ihr noch eine SMS bekommen. Die zeige ich euch auch noch kurz. Da steht im Prinzip dasselbe. Hilfe, ich bin Martin Sendelbeck, ich habe mein Plegium Smart Pfefferspray abgefeuert. Ich bin hier. Und dann gibt es einen Google Maps Link und da könnt ihr dann entsprechend genau sehen, wo es passiert ist. Also sehr geile Sache. Ihr müsst euch um nichts anderes kümmern. Ihr drückt auf den Knopf, es kommt der Pfefferspray raus, es wird geblendet, es gibt ein lautes Geräusch und ihr könnt bis zu 3 bis 5 Leute können gleichzeitig dann noch alarmiert werden. Die werden angerufen, das heißt, sie kriegen sofort den Anruf, haben dann noch die SMS dazu. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr smarte Geschichte. So, nochmal kurz zusammengefasst. Der Plegium Smart Pfefferspray sprüht Pfeffer 3 Meter weit, ungefähr 10 Sprühstöße.
Dann habt ihr 4 Jahre Batterielebensdauer, ihr habt die Stroboskopfunktion, ihr habt noch den Alarm und ihr habt die Möglichkeit, noch bis zu 5 Leuten per SMS zu benachrichtigen und per Anruf, um den Standort zu senden, wo was passiert ist. Also besser kann man Pfefferspray eigentlich nicht machen. Plegium, made in Schweden. Kriegt ihr bei Selected Lights, den Link blende ich euch unten ein. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Das heißt, ich bin in einer Gefahrensituation, ich drücke den Taster. Das ist das echte, oder? Ja. Das ist jetzt drücken? Nein, ich mache nur den Dingsbums. Was für Dings? Ich mache nur den Alarm, echt. Weil der kann keinen Alarm absetzen. Ich tue nur hier den Tester, alles aber gut. Nicht drücken. Nein, ich drücke nicht. Du drückst wirklich nicht? Nein, ich drücke wirklich nicht. Ah, ich bin